Dankeschön nach München, Brigitte. Schmücken Sie schon oder suchen Sie noch? Ich sage nur Weihnachtsbaum. Und für alle, die noch irgendwelche Fragen haben, Christina Igelseder hat einen Tag als Fachverkäuferin alles miterlebt und klärt sie auf. Jetzt. Es ist Hochsaison für Weihnachtsbäume. Da ist meine Hilfe gefragt. In der zweiten Etage zu kurze Essen. Ganz schön kompliziert und anstrengend für einen Tag als Christbaumverkäuferin. So, der schönste Baum ist verkauft. Schwindeln im Advent? Das Einmaleins des Verkaufs hab ich drauf. Ups, na, das ist ja drum gewesen. Ja. Bäume von der eigenen Plantage. Mein Chef ist Erwin Deutschle aus Burgstemmen bei Hannover. Eigentlich schlagen wir jeden Tag Bäume nach. Heute sind auch Leute unterwegs. Dann, ne? Okay. Also wir füllen die Lager immer wieder auf. Dann. Und das wie am Fließband. Ich suche mir hier die leichtesten aus. Doch selbst die wiegen ganz schön schwer. Ein Knochenjob. Normalerweise machen das hier nur Männer. Moment. Ja, das ist ganz, ganz gefährlich. Gleich zu Beginn eine Panne mit der Tanne. Ich häng schon wieder fest. So was Blödes. Die Knöpfe sind total unpraktisch hier. Okay, ich häng schon hier fest. Am Knopf. Ach, danke. Muskeln und knopflose Kleidung machen hier den Meister. Vielleicht versuche ich mich doch lieber in der Verkaufsberatung. Erwin Deutschle weist mich ein, Weihnachtsbaumkunde für Anfänger. Strukturiert das hier, die Fichten alle sind. Ja, hier die Blaufichten. Genau. Dann hier die Nordmantanne. Die Nordmantanne und das alles mit Nordmantanne. Die sind dazwischen. Genau. Und da hinter dem Haus, von hier aus gesehen, hinter dem Haus, da könnten wir nochmal hingehen, da sind die Fichten. Ah, okay. Ja. Also hier sind Fichten und da hinten auch. Die normalen Fichten, ja? Die normalen Fichten. Die sind die Blaufichten. Okay. Ja. Oh, so eine Wissenschaft für sich. Und dann meine erste Kundin. Oben zu kahl. Die sind aber noch viel edler. Aber die sind unten ausladender und so viel Platz habe ich nicht. In der zweiten Etage zu kurze Äste. Das ist ein bisschen klein, groß, sind aber auch ganz schön. Klein. Er hat schon sein Weihnachtsbaumtrauma. Und ich nach langem Suchen einen Traum von Baum. Endlich. Dreh mal. Dann die erlösende Nachricht. Ich nehme sie. Super. So, dann dürfen Sie mir jetzt tragen helfen. Ich trage die Spitze. Müssen Sie nach hinten. Ganz schön schwer, ne? Das war mein erster Baum, den ich verkauft habe. Hoffentlich habe ich Glück damit. Ich wünsche Ihnen fröhliche und gesegnete Weihnachten. Das wünsche ich Ihnen auch allen. Und viel Spaß mit dem wunderschönen Baum. Danke. Tschüss. Eins, drei. Oh, Tannenbaum. Der Weihnachtsbaumkauf, ein Erlebnis für alle Sinne. Programm für Groß und Klein. Kein Aufwand wird hier gescheut, um die eigenen Bäume an den Mann oder die Frau zu bringen. Das ganze Jahr über gibt es Arbeit auf der Plantage. Jetzt wird die Ernte eingefahren. Wer mag, kann sich einen garantiert frischen Baum aussuchen. Oh, ist aber mühsam. Und das kostet nichts extra? Nein. Unglaublich. Ja, ist durch. Ganz schön viel Arbeit. Aber die Kunden sind glücklich. Oh, der passt aber perfekt. Nee. Der eine will ihn frisch, der andere schlank, der dritte groß. Alle haben beim Tannenbaum so ihre Sonderwünsche. Was wollt ihr denn für einen? Tja, einen, der unten nicht so dicht ist. Nicht so dicht? Nicht so dicht. Damit man die Geschenke besser sehen kann. Ja, genau, mit den großen Geschenken. Ja, das verstehe ich. Fehlt was. Ja, ist irgendwo an der Mauer groß geworden. Weihnachten ist doch das Fest der Barmherzigkeit. Ja. Mal erbarmen. Okay, wir brauchen wohl wieder neue Bäume. Jetzt heißt es auspacken, so für Nachschub sorgen. Ja. Und dann zieht man den so runter. Ja? Der perfekte Wuchs kommt übrigens nicht von allein. Sie sehen, hier gibt es solche grünen Bänder. Ja, hier, ne? Ja, und fragen jetzt sicherlich, was das ist. Ja?
Kann man sie an die Wand hängen oder wie? Nein, die Natur lässt oft mehrere Äste nach oben gehen. Ja. So ein bisschen kleine Knick, damit da auch genau. Nicht so stramm bleibt. Ne? Mhm. Alles klar. Weil die Natur hat eigentlich die grüne Doppelspitze vorgesehen, oder? Ja. Das geht ganz einfach. Das ist nicht scherzen, schuften. Niemand kauft schließlich die Tanne im Netz. Also auspacken, auspacken, auspacken. Das geht tatsächlich. Eine spezielle Auspackhilfe. Ich nehme das Messer mit Dank zurück. Bitte sehr. Das Kaltbügeleisen. Tja, den Profi erkennt man am Werkzeug. Wie Butter. Nach einem Tag bin ich geschafft und habe Mitleid mit allen Tannenbaumverkäufern. Denn der große Ansturm kommt ja erst noch. Ja, und auch wenn niemand die Tanne im Netz kauft, bei Nachrichten im Netz, da sieht das schon wieder ganz anders aus. Auf heute.de erfahren Sie unter anderem das Neueste zum NSU-Prozess und zur Aussage von Ralf Wohleben. Und um 14 Uhr dann wieder hier in den nächsten Nachrichten. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao.